drei ganz legale Tricks, um Rentenverluste bei Bezug einer vorzeitigen abschlagsfreien Altersrente im Jahr 2022 auszugleichen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich hatte in einem früheren Video mal ganz kurz erläutert, warum die Rentenhöhe einer Altersrente für besonders langjährig Versicherte niedriger ist als die spätere Regelaltersrente. Und um die Rentenverluste auszugleichen, die man ja mit der vorgezogenen Altersrente für besonders langjährig Versicherte auch hat, die ist ja auch ohne Abschlag, gibt es aus meiner Sicht drei legale Tricks, wie man die ganze Sache sozusagen ausgleichen kann, die Verluste ausgleichen kann oder die Verluste meinetwegen auch verringern kann. Der erste Trick, Sie zahlen nach Beginn der Altersrente auf Antrag freiwillige Beiträge in die Rentenkasse ein und diese Beitragsleistung erhöhen Ihre spätere Regelaltersrente, wenn Sie die Regelaltersgrenze erreichen. Und das zweite, Sie nutzen im Jahr 2022 die neuen Hinzuverdienstmöglichkeiten aus, wenn Sie zusätzlich zu Ihrer vorgezogenen Altersrente noch anrechnungsfrei 46.060 Euro dazu verdienen oder hinzuverdienen. Sie erhalten dann im Gegenwert zusätzliche 1,184 Entgeltpunkte dazu und das macht, ohne dass wir eine mögliche Rentenerhöhung zum 1.7.2022 noch mit einbeziehen, monatlich ein Leben lang eine höhere Rente von rund 40 Euro brutto aus. Und ich zeige Ihnen mal ganz kurz den Rechenschritt, wie ich das berechnet habe. Also wir nehmen jetzt hier die 46.060 Euro und diese 46.060 Euro dividieren wir durch das vorläufige Durchschnittsentgelt, welches im Jahr 2022 gilt, von 38.901 Euro. Und das ergibt in der Summe 1,1840 Entgeltpunkte. Ich habe das schon auf die vierte Stelle hinterm Komma gerundet, denn es gibt im gesetzlichen Rentenrecht und in den Berechnungsgrundsätzen immer bei Entgeltpunkten eine Regelung, dass man auf vier Stellen hinter dem Komma zu runden hat. Und jetzt nehme ich den aktuellen Rentenwert für einen Entgeltpunkt. Das ist 34,19 Euro. Und multipliziere das ganz einfach mit 1,1840 Entgeltpunkte. Und heraus kommt 40,48 Euro, die sogenannte Monatsrente. Das heißt also, wenn ich neben der Rente 46.060 Euro dazu verdiene, bekomme ich für diesen Hinzuverdienst zusätzlich ab meiner Regelaltersgrenze 40,48 Euro mehr Rente pro Monat ein Leben lang. Das wäre auch noch eine Variante, wie Sie sozusagen den Rentenverlust für die Nichtinanspruchnahme einer Regelaltersrente hier ausgleichen könnten. Und dann als drittes, das ist etwas für die, sagen wir mal, Genießer des Rentenrechts. Sie beantragen vor Bezug Ihrer abschlagsfreien Altersrente eine sogenannte besondere Rentenauskunft. Und Sie verlangen von der Deutschen Rentenversicherung, dass sie Ihnen den Ausgleichsbetrag zur Minderung des Rentenabschlags, den Sie bei einer vorgezogenen Altersrente mit Abschlag erhalten würden, berechnet und Ihnen sagt, wie hoch dieser Ausgleichsbetrag ist. Wenn Sie dann diese Rentenauskunft bekommen, dann können Sie entweder den vollen in der Rentenauskunft ausgewiesenen zusätzlichen Beitragswert oder teilweise diesen Beitragswert in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen. Und dann machen Sie Folgendes, dann gehen Sie aber nicht in die vorgezogene Altersrente mit Abschlag, sondern Sie gehen, so wie Sie es im Vorfeld schon geplant haben, in die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ohne Abschlag. Dann werden Ihnen diese zusätzlichen Entgeltpunkte, die Sie durch diese besondere Beitragsleistung hier erworben haben, bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte gutgeschrieben
ohne Abschlag. Das heißt also, wir haben jetzt drei Möglichkeiten, wie wir den Rentenverlust bei einer vorgezogenen Altersrente ohne Abschlag in Bezug auf eine mögliche Regelaltersrente mit ganz legalen Tricks ausgleichen können. Bevor Sie das machen, hinsetzen, prüfen, rechnen, ob sich das Ganze alles in den entscheidenden Varianten für Sie dann auch wirklich tatsächlich lohnt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.